Die Jagd nach den Retourenschätzen ist wieder eröffnet. Neben mir steht Großhändler Marco Riesmeier. Du hast eine Palette mitgebracht, die gleich hier ersteigert wird. Mehr als die Hälfte aller Online-Shopper hat schon einmal Drogerie- oder Apothekenprodukte im Internet gekauft. Doch jedes fünfte Produkt wird retourniert und landet dann auf Paletten wie dieser. Wie groß ist denn diese Retourenwelt? Wie kann ich mir das vorstellen? Also über welche Mengen sprechen wir? Das ist schon riesig. Und wenn ich überlege, wie viele Händler es gibt, die uns zuschwemmen mit Ware, was da an Warenwert oder an Warenvolumen über ist, das ist überdimensional. Sind das alles Retouren? Ganz viel Ware, auch in meiner Ware, die ich immer kaufe, sind halt Waren, die neu sind. Mhm. Empfänger nicht bekannt, nicht angenommen. Dann geht die Ware 3-4 Mal hin und her, hin und wieder zurück. Und dann landet die in einem Depot. Aha. Und meistens ist es so, dass die Ware ja direkt aus China versendet wird. Mhm. Und die Chinesen wollen die Ware aber gar nicht zurückhaben. Ja. Weil A kostet es Geld, wenn die es wieder zurückschicken. Und deswegen geht die Ware dann, bleibt die irgendwann da liegen. Und nach einer gewissen Zeit, ja, muss da irgendwas mit gemacht werden. Okay, neue Palette, neues Glück. Oder nicht? Fällt dir was auf, Marco? Nein. Ich sag dir was, die Taschen sind voller Kohle. Ehrlich? Ja. Unglaublich. Und alle wollen jetzt hier den Deal des Abends machen. Das hängt jetzt natürlich an dir, was du meinen Händlern hier mitgebracht hast. Eine Palette Gesundheit. Thema Gesundheit habe ich als erstes im Kopf. Sachen wie Blutdruckmessgeräte, Fieberthermometer. Gesundheit A- und B-Ware, 165 Teile. Gesamtgewicht 185 Kilo. Das hätte ein Rollator sein können, der konnte genauso eine olle Oma-Windel gewesen sein. Lasten, oder? Ja. Hätte sein, hätte voll mit Windeln sein können, das Ding. Drogerie, Apotheke, alles was mit Gesundheit zu tun hat, ist von vornherein teuer. Habt ihr noch Fragen? MHD? Kein MHD. Was ist MHD? Mindesthaltbarkeitsdatum, wenn Cremes drin sind, selbst sie haben ja ein Datum, wo es verfallen ist. Ja. Also meine Mutter hat auch gesagt, das ist eine Erfindung der Deutschen. In Griechenland zum Beispiel ist alles haltbar. Ja. Bisschen Olivenöl. Man muss nur mit den Konsequenzen rechnen. Aber hier ist nichts abgelaufen, ne? Nein. Keine abgelaufene Ware. Nein. Ich lasse die Box jetzt gleich nach oben gehen. Unten drunter befindet sich die Retourenpalette. Ihr könnt natürlich einen Blick drauf werfen. Denkt dran, hinter der gelben Markierung bleiben und wie immer durch die Brille schauen, nicht die Hände benutzen. Bitte Box ab. Das ist eine Milchpumpe. So, liebe Händler, 3, 2, 1, an die Palette, go! Für uns zwei ist natürlich der kürzeste Weg zur Palette, der an der Seite lang. Die anderen gehen quer rüber und kommen dann, you know, verkehrt. Die kommen nicht verkehrt. Wir sind die Verkehrten, wa? Da waren natürlich erstmal diese Matratzen. Dann hat man diese Nackengeräte da auf jeden Fall gesehen. Was war da noch? Die Decken? Klar, die Decken habe ich gesehen, aber konnte nicht erkennen, was da so drauf ist. Die letzten 30 Sekunden. Und jetzt kommt das Ding runter. Du musst ja erst mal versuchen, deine Augen zu schärfen. Da ist eine Folie zwischen. Oh, jetzt hast du was, wo du was lesen kannst. Ja, weg. Ich wusste, keinen Plan. Also habe ich ja nicht viel gesehen. Eine Matratze, eine Pumpe und einen Seifenspender. Hast du was gesehen, was René nicht gesehen hat? Nee, ich wollte was sehen, habe es nicht gesehen. Und hat dann dafür gesorgt, dass ich es auch nicht sehen kann. Ganz einfach. Also. Ihr habt gar nichts gesehen. Ja, willkommen im Club. Ihr seid nicht alleine. Sonst noch einer. Das, was wir dort sehen, könnte man auch im SM-Studio gut gebrauchen. Ist das wahr? Ja, das waren alles so Dinge, wo man Leute mit quälen kann. Ja, vor allem bei die Kahn, den Milchpumpen, ne? Weiß ich ja genau, das. Unabhängig jetzt vom Geschäft war das eine interessante Palette einfach. Weil
Das habe ich alles noch nie gesehen. 200. 200 von Hanno. Schönes Startgebot. Eva. 300. 300. Wer bietet mehr? Komm, Leute. 350. Hanno erhöht auf 350 Euro. Wegen SM-Club. War wirklich eine schöne Palette. Es sind aber auch sehr spezifische Produkte, wo ich die entsprechenden Kunden für haben muss und wo ich auch die nötige Zeit auch investieren muss. Bei den Retourenjägern steht eine Palette aus dem Gesundheitsbereich zur Versteigerung. Aktuelles Gebot 350 Euro von Hanno. Eva? 400. 400 Ocken. 400. René? 410. 410. 450. 460. 460. Das Duell der Giganten. Ich glaube, das liegt einfach so, die stehen einfach so, dass sie sich immer gegenseitig angucken. 520. Und René guckt zurück und denkt, der Dirk, der glotzt immer meine Richtung, der will bestimmt was von Daniela. 55. 600. 610. 620. Wenn man Dirk kennt, weiß man, wenn man das Spielchen weitertreibt, der treibt die Preise irgendwann ins Astronomische. 620. 630. 40. Ja, ich liebe das immer noch mit dem René. Immer schön drüber, immer schön drüber, aber sofort. 650. 60. Dirk, lass es sein, funktioniert eh nicht. So, und setzen, das dauert länger. Ich wollte mich schon auf den Podest setzen und abwarten, wann die fertig sind. Wir sind bei 660 von Dirk zum ersten. 670. 670. 80. Ich finde es schön, dass die beiden einen Weg gefunden haben, ihre tiefe Zuneigung füreinander auszudrücken. 680 zum ersten. 680 zum zweiten. 680 zum dritten. Der Sack ist zu. Beim René muss man hartnäckig bleiben, weil diese Taktik geht immer auf. Das habe ich jetzt mittlerweile gemerkt. 680 Euro? Was sagst du jetzt zu deinem Preis? Er hätte die Klappe vorher halten sollen, dann wäre es gut gewesen. Aber gut. Ach, für mich gut. Sagen. Für mich war das super. Ja, da ist das Schlimme dabei. Sind zwar nur 10er-Schritte gewesen, aber... Immerhin, ne? Dirk, wer es kann, der ganz, ne? Ja, du findest aber auch immer den passenden Ausstieg, ne? Ich muss ja irgendwann für mich eine Grenze finden, wo ich den Kumpel da drüben angucke und sage, warte mal, wie viel gibt denn der noch raus? Und ich dachte, wenn ich 700 sage, dann ist das meine Palette und ich hätte die nicht für 700 haben wollen. Dankeschön. Danke auch. Also du bist guter Dinge, ne? Ach ja, ja, klar, brauchen wir ja einen abzumachen. Du bist ja kein wirklicher Verkäufer, ne? Ich würde für einen Fahrradsteller deinen Palettenpreis mindestens verlangen. Nein. Ja, du nicht. Ich habe gesagt, ich habe keine Angst vor Preis. Du hast ja Angst. Ja. Du kommst ja auch nur für 23 Cent. Ja, aber 300? Nee. Billig, 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 billig. Die versauen ja den ganzen Markt für uns alle. So eine Typen. Ich weiß ja nicht, ob der sich überhaupt Verkäufer schimpfen darf. Die haben einfach nur gedacht, ja, was ist das für ein Volltrottel, für so einen Kack zu bezahlen, weil die keine Ahnung haben. Ahnung, darum geht's, Ahnung. Dirk glaubt, dass er hier eine gute Palette geschossen hat. Er ist überzeugt davon, dass die Palette das Geld wieder reinbringt. Ob er recht hat, das werden wir jetzt sehen. Dirk, du hast jetzt ein bisschen Geld ausgegeben für die Palette. Ja. 680 Euro. Was erhoffst du dir jetzt? Ich brauche mir nichts zu erhoffen. Das reicht mir, was ich sehe. Geld. Du weißt aber gar nicht, was in der Mitte ist. In der Mitte? Bombastisch. Ja? Ja, natürlich. Sag mal, bei so viel Optimismus drücke ich dir die Daumen. Das kann ja dann nur gut gehen. Jawohl doch. So. Dann sind wir jetzt alle mal gespannt. Zwei Matratzen. Top. Die gehen? Die gehen immer. Ich dachte, die zwei Matratzen wären topper. Aber Matratzen gibt es auch immer Geld für. So eine Hunde gibt es sowieso. Oh, das ist auch was Hochwertiges. Guck mal hier, Kinderbesteck. Aus Bambus ist das, guck mal. Da kriegst du einen dicken 20er für. Guck mal hier, ach, wie süß ist das denn? Das sieht ja schön aus. Babymat ist sehr lukrativ, muss ich sagen. Da kannst du immer sehr gut verkaufen, wenn es natürlich nachhaltig ist, Holz ist oder irgendwas, was bio ist, kannst du sehr gut verkaufen. Was ist das? Zahnstein. Zahnsteinentferner. Das sieht aber brutal aus, das Zeug. Das sieht ja eher aus, was für einen Zahnarzt. Zahnstein wegmachen, das ist total irre.
Ist schon böse, oder? Das ist sehr böse. Wer geht denn da selber ran? Verrückte. Richtig verrückt. Ja. Geht überhaupt nicht. Das Bild, was ich habe, da hängt dann jemand in seinem Bad rum, versucht mit Spiegel, mit seinem Handylicht und allem, versucht er eine günstige Position einzunehmen, damit er sich dann den Zahnstein wegkratzen kann. Was kann man denn dafür nehmen, für so ein Zahnstein-Set? Ein Zehner. Wie viel haben wir denn davon? Oh, einige, viele. Ja? War wirklich mal eine richtig spannende Palette, auch vom Sortiment, so Sachen, die wir bisher hier nicht gesehen haben. Das sieht so ultra bequem aus, das will doch jeder mal ausprobieren. Was ist das hier? Hat Frankenstein sich selbstständig gemacht mit Produkten? Diese Palette war schön schräg. Die war wirklich schön schräg. Vor allen Dingen auch viele Sachen zum Ausprobieren. Das war so ein bisschen abenteuerlich. Jeder wollte irgendwas mal gucken. Ach du Scheiße. Wie soll das jetzt gut sein? Jetzt muss ich auch viel pumpen werden. Das Ding ist gefährlich. Also, man kann da seinen Kopf einspannen und dann kann man mit der Luftpumpe Druck drauf geben. Hör auf damit, das ist scheiße. Scheiße. Mach mal die Luft hier raus. Es war ja grauenvoll. So einengend und dann haben die das nicht mehr abgekriegt. Jetzt kriegt ihr das nicht mehr auf. Das hab ich mir gedacht, ey. Das ist ja nicht. Ja, die Dinger sind auch gut. Deine Verspannungen hast du im Rücken wahrscheinlich, ne? Alex, probier doch mal bitte aus. Kannst du das einmal anziehen? Wie einmal soll man mal funktionieren? Stimmt das so? Gehe ich mal davon aus? Und das ziehst du. Ja, das ist, wenn man zu dick ist. Ja. Weißt du? Und da ziehst du die Arme ran hier, siehst du? Wir haben andere Arme auch noch. Oh, Kreuz ist schon eingerenkt auf jeden Fall. Ach. Oh. Weißt du, wofür das ist, ihr Bein? Damit du gerade gehst. Ich habe den kaum angekriegt, aber ich wollte dir mal zeigen, wie er aussieht. Deswegen hing ich da so ein bisschen verkorkst. Aber ich fühle mich auch ein bisschen breiter gleich irgendwie. Ja. Oh, boom. War direkt da als Kerl. Hab ich erst mal gesehen, dass er ein Kerl ist. Ja, bist gleich 10 cm groß. Du hast jetzt auch so ein bisschen also. Türsteher-Modus. Ja, also du kommst nicht rein. Du hast das Ding. Gib mir mal die leichte Decke, bitte. Wie, die leichte Decke? Magnetkreuz. Gib mir mal die leichte Decke. Ey, die habe ich auch. Mit Magneten. Das ist eine Therapiedecke. Das waren geile Decken. Ich guck mir die Decke an, wo sie nehmen. Und das sind schwere Apparate. 12 Kilo eine Decke. Ja, simulieren wir mal das Bett. Oh. Oder ist das eine Röntgendecke? Oh. Schläfst du nicht direkt ein? Mhm. Ja. Ey, die ist klasse. Ist gut. Ach, okay, also verkauft, ne? Soll ich Büro helfen? Weil die Palette war Bombe. Da habe ich ein bisschen verpennt, muss man einfach sagen. Einfach verpennt. Also 8 Therapiedecken, 2 Plümos. Dann haben wir die automatischen Seifenspender. Komm, lass uns mal ein bisschen Penunsen rechnen. Kann ich sagen. Du hast schnell weg, 100, 200. Therapiedecken. Mal 8. 8 mal 8, 6, 40, 840. Was? Hier haben wir 50 von den Zahndingen. Sagen wir 250. Da haben wir auch 40, 50. Sagen wir mal ein Zehner pro Stück 50, oder wie viel? Ja, ein Zehner. 15? 10, denke ich, kein Problem. Ja? Die Milchpumpen. Die Brustapparate da. Wurstapparate. Der Preis ist hier noch drauf, da steht 50 Euro drauf. 50 Euro, kriegst also immer mindestens die Hälfte für. Muss man das immer nur drauf machen, wenn da Milch drin ist, oder kann man das auch pumpen, damit die größer werden? Ich frage für eine Freundin. Wie macht das? Ach, so ist er. So. Guck mal hier, der hat die Luftpumpe schon. Das geht. Eine Interne habe ich drinnen. Haha, das ist nicht nur mein Siegertanz, das ist doch alles. Hast du gesehen, wie viel Geld ich damit mache mit der Palette? Leck mich am Arsch, Paris, sind die anderen doof? 3.000, ja, 3.000 kriegst du raus. Leute, ganz kurz, hier, der Dirk behauptet, hier sind 3.000 Euro. Was sagt ihr dazu? 2. Also 2 mit Sicherheit. 2 locker. Ja. 2 locker. Wenn es der richtige Verkäufer in der Hand hat, ne? Ja. Ja, er hat Glück gehabt. Dirk hat einfach nur Glück gehabt, dass er eine gute Palette erwischt hat. Du hast investiert 680, ja, ne? Und du kriegst jetzt raus mindestens 2.000 Euro. Ja, ja, die krieg ich raus, ja. Wie war die Palette jetzt für dich? Die Palette war gut gewesen. Tite. Was sagt ihr? Mega. Gute Palette? Also hätte ich jetzt den Gurt hier nicht um, würde ich meine Schultern ein bisschen hängen lassen. Ja. René, du hast ja bis zum Schluss mitgeboten. Ärgerst du dich ein bisschen? Ja, ja, ja. Also die 30 Euro hätte ich jetzt noch ausgegeben. Du hättest mal sehen müssen, so in den Augen. Der eine oder andere hat ja zu mir gesagt, ja, doch wieder zu wenig geboten, auch wenn er zu wenig geboten. Ja, man sollte doch ein bisschen Ahnung haben davon, ne?